Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Wir bauen hier noch mehr Sand ab. So ein bisschen wie so ein Public Viewing Event Haus da hinten. Mit dem riesen Fernseher dran. Finde ich eigentlich ein bisschen lustig. So, wupp. Immer wieder krass, wie das Sandzeugs einfach nach unten durchfällt. So, Alter, bitte nicht im Weg rumstehen. So, weiter. Jetzt fängt das hier schon wieder an. Was ist hier los? Nicht, dass der Spaß hier backt. Okay, es gibt wieder ein Schild. So, habt jemand, der Miami heißt? 2355, okay. Der soll angeblich was klauen, kann ich nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Falls du was klaust, Miami, dann bitte unterlasse das in Zukunft. Ja, ansonsten passieren Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Dann kommt die Minecraft-Polizei und nimmt dich mit und steckt dich irgendwie in ein Gefängnis. Bestehend aus Gummibärchen und keine Ahnung. Wir bauen weiter ab, solange er hier sein Kram schreibt. Bisschen nämlich verschwendete Zeit sonst. Was denn? Ja, du kannst doch dort wohnen, das ist kein Problem. Du musst hier einfach ein Haus bauen. Irgendwo. Dorf ist doch groß genug. Ja, kannst du ja bauen. Hier irgendwo da hinten. Ist doch kein Problem. Wir haben hier keine Bauplätze oder sowas. Kannst hinbauen, wo du durch bist. Kann ich immer wieder Schilder und so weiter mitnehmen hier. Ich meine, die Leute hier, die bauen ja auch überall einfach ihre Häuser hin. Und am Ende sieht es irgendwie dann trotzdem gut aus. Also, hab damit kein Problem. Hab aber eigentlich auch gedacht, dass ich das schon oft genug gesagt habe. Aber macht nichts. Ich meine, gerne auch öfter. Find's zum Beispiel immer auch recht schade, wenn man für sich selbst ein Haus bauen will, hier gerade im Dorf, und man ja, man baut's halt eben letztendlich für sich, und dann bauen andere da noch mit dran, und die wissen noch gar nicht, wie man das gerne hätte. Also falls ihr versteht, was ich meine. Man hat ja selber so eine Vorstellung von dem Haus, okay, das Haus hätte ich gern so und so, deshalb. Wie willst du das denn mit anderen hier innerhalb von Minecraft so wirklich verdeutlichen in dem Sinne? Ist relativ schwer, stelle ich mir vor. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall, die Treppe gefällt mir. Ich würde sagen, wir geben einen Sandklotz, gehen wir mal ab hier und lassen daraus Glas wieder entstehen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Hier hat jemand was weggenommen.
Es gibt hier Fisch. Das lege ich mal in die Kiste rein. Einfach damit wir das irgendwie zwischengelagert haben. So, Sand, Sand, Sand. Den Sandstein hier kann ich eigentlich auch mitnehmen. War hier nicht immer noch was? Da war doch noch was, oder nicht? Na, egal. Alles halt so schlimm. Na komm, 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 komm. Köstlicher Fisch, okay. Tolle Trophäe, habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Bin nur von A nach B gestapelt, sozusagen. Und wenn das Spiel sagt, das hast du gut gemacht, dann sage ich nicht, dass ich schlecht gemacht habe. Sicherheit nicht. Ach komm. Ist ja schlimmer als manches Quicktime-Event hier. Okay, passt. So. Jetzt haben wir doch hier Glas weggepackt gehabt, oder? Jede Menge sogar. Okay, das reicht mir, denke ich. Einige rausgeflogen, warum auch immer. Scheint aber nicht das Spiel beeinträchtigt zu haben. Super, da ist unser Haus und Hof. Okay, ein leeres Schild einfach nur. Muss auch mal sein. Vermute ich. So, was habe ich jetzt gesagt gehabt hier? Soll das dann... Hier oben soll dann quasi eine Schicht noch drauf. Genau. Machen wir mal. Und dann oben drüber das Dach sozusagen. In einer weiteren Schicht. Ach, was machst du denn da, Schafi? Das gibt's ja gar nicht. Die werden auch immer frecher. Das können wir aber eigentlich gerade mal scheren. Ey, ach, jetzt sagt man's gerade, ne? Renn's weg. Du Arsch. Wo ist dein Zeug hin? Wo ist deine Wolle? Junge, wo ist deine Wolle hin? So, so, so. Dann natürlich noch hier. Eigentlich können wir hier auch wunderbar die Sachen weiter basteln. Super, das klappt. Das ist gut. Wunderbar. Bauen wir hier oben das noch gerade mit rein. Wupp, wupp, wupp. Ist hier doch ein Loch unter mir gewesen. Das machen wir aber nicht zu. Ich will den Boden ja sowieso austauschen. Von daher ist es schon okay so. Kommen wir hier hin, hier hin, hier hin. So. Da auch. Da. Und da. Ja. Machen das mal so, dass ich hier kurz mal so kleine Gänge, sage ich jetzt mal, reinhaue. Einfach damit wir hier von A nach B rennen können.
ohne irgendwelche Probleme. Das haben wir schon zu, das haben wir auch zu. Nur ein bisschen Ei hierher bekommen. Wieso auch nicht? Ich will nicht wissen, wie viel Sand wir dafür jetzt noch brauchen werden. Bis das dann durch ist. So wie man das gerne hätte. Da oben ist auch die Wolle. Super. Lass mich mal kurz vorbei. Ich habe hier da vorne ein Schild gesehen gehabt. Pass auf. Bau, wo du ups, willst. Gibt keine Grundstücke. Ja. Dö, jetzt gucken wir hier, dass wir das mit dem. Ach ne, müssen hier außen das ja auch nochmal hinbasteln. Ganz vergessen. Okay. So. Jeder kann ja grundsätzlich hinbauen, wie er lustig ist. Machen das mal so, dass wir hier jetzt für jeden Raum quasi einen Anfangspunkt setzen, dass wir das Dach dann auch schön hinbekommen. Okay, so, machen wir hier dann Glas hin. Wunderbar. Hier ebenfalls. Und auch das passt. Wird auf jeden Fall ein toller Blick, denke ich, mit der Burg. Hier ist Fenster zum Hof sozusagen. Da können wir auch locker flockig mal gucken, dass wir den Sandstein hier wegmachen. Okay, das passt. So, Glas. Passt auch. Wunderbar. Dann haben wir überall die Fenster hingebastelt. Das ist doch super. Dann können wir nämlich anfangen und hier oben die Dächer hinzubauen. Hier runterfallen kann ich ja eh nicht. Macht keinen Sinn. Passt. Passt auch. So, zum Glück haben wir noch 64 Steine übrig. Können wir locker flockig Sachen machen. Möchte ich mal meinen. Ah, ist ein Zombie in der Nähe.
Macht nichts, das ist schon okay. Damit haben wir das erste Dach quasi fertig. Haben wir nicht auch irgendwo noch Leuchter? Da haben wir dann noch Lampen. Dass wir es hier drin auch hell genug bekommen, damit uns hier niemand doof kommen kann. Hier, da. Da auch. So. Wunderbar. Kann natürlich sein, dass ich hier noch das ein oder andere letztendlich dann verändere Richtung Außenwände oder sowas. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Im Großen und Ganzen gefällt mir das so schon ganz gut. Gerade hier auch mit dem Fenster, dass dann da oben drüber nochmal das Dach kommt. Das ist okay. Schneeball, okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder in diese Richtung hier, um zu gucken, dass wir uns dann eine Schaufel organisieren. Würde aber sagen, dann speichern wir an der Stelle mal. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.